Ich lasse das jetzt mit dem Tod mal so. Ich hoffe. Na komm, die Siedlung ist nicht mehr weit. Das passt. Ich lasse es einfach so. Wir spielen jetzt BB8. Weil. Ja, die bist voll ab dem Ganzen. Alter, ein Fernseher. Oh, kaputt. Oh, Entschuldigung, Ray. Tut mir echt leid. Was gibt's denn hier überall? Ich mache einfach alles kaputt. Oh, Entschuldigung, Scheiße. Jetzt vielleicht auch ein bisschen leiser, oder? Kann das sein? War ich mal ein bisschen lauter? Ich weiß es nicht so genau. Ich lasse es mal so. Ihr könnt mir ja mal schreiben in den Chat, wie es mit dem Sound passt. Oh. Ups. Treibsand. Da kommen wir nur mit einem Speeder drüber. Haben wir einen Speeder irgendwo? Wir haben einen Speeder. Tatsächlich. Oder was? Ja, perfekt, oder was? Kommt einfach so zu uns geflogen. Kommt zu dir gefliegt, Super Speeder. BB on board. Witzig. Okay. Halt dich fest. Ach, das war schießen. Okay. Merkwürdige Steuerung. Yeah, nice. Kamera? So. Wow, hey, stopp! Neues Kraftfeld, Kleine. Damit halten wir Räuber und Gesindel fern. Aha. Ich würde dir zeigen, was ich mit Gesindel meine, aber ich habe keinen Spiegel dabei. Oh, und wenn du glaubst, du würdest dann im Kraftfeld vorbeikommen, dann möchte ich das zu gern sehen. Warte mal ab, Alter. Achso, die Macht habe ich ja noch nicht mit ihr. Die Macht. So, jetzt pass mal auf hier, Freund Blasewalk. Ich kann nämlich da was bauen und ich kann nur einmal was bauen. Oder? Ach, da kann ich auch noch was bauen. Okay, dann bauen wir erstmal. Okay, da baue ich Chewie viel. Sehe ich schon. Mal sehen, ob ich an die Überbrückung herankomme. Je nach Game bezahle ich ja 80 bis 100, bis 100 Franken. Und wenn ich ein paar Tage oder eine Woche durch bist, finde ich, es war Geld nicht wert. Auch wenn es cool war. Ja, sieht ein bisschen anders. Also wenn man jetzt ein Fan einer Reihe ist, bei dem neuen Titel bin ich auch mal sehr vorsichtig. Aber wenn man jetzt ein Fan einer Reihe ist, bin ich, da muss ich wohl etwas umbauen. Bin ich schon bereit, dafür Geld zu zahlen. Zum Beispiel, wie halt, beispielsweise, wenn es jetzt halt. Danke. Neuer Uncharted-Teil kommen würde. Also, da würde ich schon Geld ausgeben. Wenn jetzt ein neuer Batman-Teil kommt als Game. Ja, ein neuer Arkham-Teil mit Batman. Und ich weiß, von welchen Entwicklern das ist. Dann bin ich safe am ersten Tag dabei. Und kauft es. Das ist der Batman, könnte man auch mal spielen. Mal wieder. Batman Arkham Knight. Ah ja, okay. Was auch ein ziemlich geiles Game ist. Und das neue Arkham Game, zum Beispiel da. Bin ich jetzt so, ich bin zwar ein Fan der Arkham-Reihe. Kannst du das Elektro schocken? Aber. Achso, das war hier wieder eher erhalten. Der Arkham-Reihe, aber das neue Arkham. Bin ich auch sehr zwiegespalten, was das dann geht. Dann guck ich mal, ob jemand einen Job für mich hat. Jo, tschö. Ich habe mir jetzt nochmal Gameplay nochmal angeguckt von dem Teil und sieht schon auch ziemlich geil aus. Aber ich weiß nicht, ob ich da am ersten Tag dabei bin und dafür 70
oder 80 Euro auszugeben. Ich weiß ja nicht, wie teuer die Spiele im Endeffekt für die PlayStation 5 werden sollen. Da, ja, mal gucken. Übertrieben gesagt, für einen Monat Spielspaß 400 auszugeben, finde ich denn doch zu übertrieben. Was mir klar ist, man kann es nicht mit The Division vergleichen. Nee, ist klar. Also The Division ist ja auch ein Game as a Service. Und da bezahlst du ja quasi nicht für einmal durchspielen, sondern du hast ja immer wieder den Wiederspielwert bis zum Ende. Also eigentlich ein unendlich Game, mehr oder weniger. So, Geschichte fortsetzen. Wie geht's weiter? Kapitel 3. Nima Außenposten. Absturz auf Jakku. Finn ist zurück auf dem Wüstenplaneten. Und da Po verschollen ist, macht er sich allein auf die Suche nach Zivilisation. Einige Zeit später findet sich Ray mit BB-8 am Außenposten von Nima ein, um gesammelte Schiffsteile zu verkaufen. Noch weiß sie nicht, dass BB-8 finsteren Mächten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Siedlung viel wert ist. Mystisch. Mächtig. Aber was meinst du, Spielspaß 400 auszugeben? 400 Franken oder was? Ich weiß nicht, was 400 Franken umgerechnet in Euro sind. Wenn du das damit meinst. Ach, jetzt Lubicke kommt wir zu dem Level, was früher die Demo, glaube ich, war. Zum Beispiel Krieges, das kannst du mal machen. Du kannst dir von Lego mal die Demos runterladen und gucken, ob das überhaupt ein Spiel für dich ist. Weil es ist ja doch mal ein Unterschied, ob man die Spiele spielt oder anguckt. Was du mir heute gebracht hast, entspricht dem Wert. Eine Viertelration. Klasse. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Druiden? Was ist mit ihm? Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Eigentlich ist der Druide nicht zu verkaufen. Komm mit. Folgt der Kleinen und schnappt den Druiden. Dameron. Richtig? Er wurde gefangen genommen. Von der ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen. Aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat's nicht geschafft. Dann bist du also beim Widerstand? Wie es aussieht? Ja, das bin ich. Ich bin beim Widerstand. Ja, ich bin beim Widerstand. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich hat er eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt und alle wollen die haben. Komm schon! Sturmtruppler. Ja, also 400 Euro finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist immer die Frage, welche Games man sich wirklich rauszieht. Also, und im Monat ist durch zu sein, ja, okay, das ist jetzt hier für uns Hardcore-Gamer. Wenn es danach geht, ne, für mit so einem Lego-Game, wenn ich richtig rin hasseln würde, dann wäre ich in 3 Tagen durch. In 3 Tagen Spielspaß ist jetzt auch nicht gerade das Krasse daran, ne, wenn man das nochmal so nimmt. Man muss das immer im Verhältnis setzen. Aber prinzipiell klar, bin ich voll bei dir. Also 400 Euro oder Geld ist das absolut kein Spiel wert. Also auch ein Game as a Service, da muss das schon richtig was bieten. Aber wenn eine Konsole 500 Euro kostet und du bezahlst 400 Euro für ein Game, ich weiß jetzt nicht, ob das in Relation steht.
Okay. Also, wir sind hier schon. War statt da gerade mal 8? Ne, mal 3. Erstmal schnell die ganzen Münzen einsammeln. Ich habe immer noch nicht verstanden, was diese Tarnung hier mit dem Dicke sein soll. Warum? Kann ich nichts mehr machen. Okay, was müssen wir eigentlich machen? Ich mache alles kaputt erstmal. Kaputt machen ist immer gut. Wenn du nichts weißt, was dazu musst, einfach kaputt schlagen. Akrobatische Charaktere können runterrutschen, ja. Mit X war das, ne? Ja. Einen Moment, ich finde einen Weg für euch. Hi, ich bin's, die Ray. Ray Skywalker, hallo. Haltet sie! Hey. Packt unsere Campingausrüstung zusammen. Oh, Entschuldigung, hat ja gerade deinen Laden kaputt gemacht. Was ist mit dir hier? Denn muss man ja oben dazu werten, die Spielerfahrung natürlich, die spielt noch eine große Rolle dazu. Also wenn man einfach eine verdammt geile Zeit hatte, dann ist es ja eigentlich schon völlig okay, dass man gewisses Geld für manche Spiele ausgibt. Aber die Grenze muss sich auch jeder selber setzen. Manche sind halt, können halt 100 Euro im Monat locker machen für ein Game, und manche halt nicht, ne? Okay. Ihr könnt durch. Ich hab's, Alter, wie komme ich denn da oben hin? Kann ich auf den raufspringen? Alter, ballerst du mich an? Schuft. Zack. Geht den an hier. Ach, noch einer hier, oder was? Mehr hier. Dieses alte imperiale Schiff ist im Weg. Vielleicht hat es genug Saft, um es umzupacken. Um zu parken. Dafür müsste ich ins Cockpit kommen. Oh, warte mal, BB-8 Borg. Nachdem wir erstmal noch was rumgefahren sind hier. Oh, Entschuldigung. Du hast jetzt schon spät noch und ich raste einfach in den Schädel, ey. Wo muss ich dann da lang? Okay. Perfekt. Poe hat gesagt, ne? Er muss. Was ist eigentlich mit den roten Steinen? Kann ich die jetzt eigentlich nutzen? Oder kann ich die jetzt eigentlich da was machen? Wieso ist da dieses Steinchenmagnet? Du kannst jetzt keine roten Steine kaufen. Warum kann ich die nicht kaufen? Weil hier sind doch welche. Warum kann ich die nicht kaufen? Weil ich die nicht im Spiel kaufen kann? Das kann sein, ne? Woher hast du den Zugangscode für ein imperiales Schiff? Der Zugangscode vor allen Dingen, der ist ja auch mega gut. Der ist echt schwer und richtig sicher. Da wäre nie jemand drauf gekommen. Dein Schiff haut ab. Darüber. Stein ausgebrochen. Okay, auf geht's. Wie viel kann ich bauen? 1, 2 ja, Sachen. Ich sehe sie. Ich baue jetzt erstmal die Sache. Wir haben den Druiden. Warte hier, Druiden. Alter, kommen ja noch mehr. Jetzt pass auf hier. Bam! Ey, der ist richtig steil, der Typ. Wie, was Dreieck? Schlager Dreieck? Hä? Ja, geilo! Komm, Freunde, folgt mir! Okay, war... Was war hier eigentlich? Okay, das konnte ich jetzt einfach bauen, um hier ein Schutzschild aufzubauen. Geil! Okay, dann baue ich jetzt das. Was auch immer das sein wird. Hä?
Was geht hier ab? Kann ich irgendwas Nützliches bauen hier eigentlich? Bis auf den... Jo, ein Ball, okay. Und nu? Okay, alles klar. Da oben, die spielt auch Ball. Hüpf, hüpf, meine Kleinen, hüpft. Ihr seid frei. Ich werde euch befreien von den imperialen Truppen. Von der neuen Ordnung, oder wie auch immer die heißt. Die böse Ordnung. Dr. Snuggles, falls du ihn noch kennst. Dr. Snuggles. Ich sag mal ganz kurz nein. Sagt mir nichts, Dr. Snuggles. Der Name sagt mir irgendwo was, aber ich kann jetzt leider nicht zuordnen. Gerade over die killed? Na ja, gut. Reiner mit dir. Moin Leute, ich bin's, BB8 hier. Euer neuer Freund und Helfer. Hi. Da bist du geschockt, was? Haha. Ja. Ich bin mir, Freund Blase. Kann ich das nicht anvisieren? Nein. Okay. Okay, bauen kann ich ja mit ihm sowieso nicht. Ich weiß, ich muss da Strom den gleich reinballern. Aber ich will erstmal. Hier. Ne, ihr wisst schon. Das war alles kaputt machen. Okay, warte mal, da brauche ich so einen Enterhaken. Hat nämlich keiner bei, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Da habe ich herkommen. Alles klar, okay. Dann ran an die Zapfanlage hier. Ja, ist klar. Hm. Okay. Okay, da kann ich mit Ray wieder hüpfi machen. Das heißt, ich muss jetzt mal verprügeln. Wer hier, Alter? Du auch noch hier. Zack, Junge. Was ist mit ihm hier eigentlich? Was ist deine Mission eigentlich? Tischt. Oh, er lebt immer noch. Hä? Naja, gut. Er ist der Verborgene. Er versteckt sich in den Schatten. Hi. So, finden mein kleiner Zapfenstreicher. Bitte kommen Sie. Okay. Da war wieder diese komische Tonne. Er kann... Ach, guck an. Herz und Ding dabei. Nice. Das habe ich natürlich nicht gewusst, der. Ja. Also ich kann mich auf alle Fälle an die Namen erinnern. Alter, ein nicer Hut auf jeden Fall, ey. Aber... Ja, beim Sandmännchen. Habt ihr denselben Sandmännchen wie wir gehabt? Ist ja die Frage. Und wenn ja, welchen? Wir hatten ja zwei Sandmännchen in Deutschland. Gibt ja immer den Ost- und immer den West-Sandmann. Also jetzt mittlerweile gibt es bloß noch den Ost-Sandmann, aber früher gab es West und Ost. Siehst du was auf deiner Seite? Ah, da kann ich wieder hacken, okay. Ah, da merkt man schon, dass das sehr für Kinder geeignet ist, hier so ein Spiel. Weil wirklich alles angezeigt wird. Wenn ich ARD geschaut habe, ja. Das weiß leider nicht, welcher da lief. Ihr seid ja am Start hier oder was? Warte hier. Ach, jetzt zeigt meine Fähigkeit gar nicht. Lädt die irgendwo auf oder so? Sind die blaue Leiste da oben? Scheint wohl so, ne? Oder ist das der Multiplikator? Oh!
Ach, hier, an der Wende langlaufen, ja, stimmt. Nice. Hi. Nee, das habe ich irgendwie immer. Ich suche dir einen Weg. Okay. Bau. Sehr geil. Was soll das sein? Oh, Entschuldigung, ich wollte es nicht kaputt machen. Aha. Kannst du auch mal da hinschießen, wo Kindziel eigentlich, oder? Aha, okay. Schießt jetzt auf den Boden? Kann ich auch Gegner abschießen? Was ist mit euch eigentlich? Ich wollte euch ja nicht bei meinem wohltätigen Urlaub stören, aber... Okay, wurde halt gerade befreit. Könnt ihr hier nur abknallen? Nee. Okay. Genug geschossen. Hallo Freunde, hi. Okay. Oh, hi, Freunde, hier, jo. Ist ja nicht so, dass ich euch den nicht gesehen habe die ganze Zeit, aber... Okay, komm mal hier, du, oder? Zack, Junge. Alter Falter. Alter Falter, ist ja alles... Guck mal hier. Alles zum Zerstören. Ich glaube, ich kenne nur den vom Westen. Okay, der ist ja auch, nicht gut. Der ist ja, also. Aber was soll ich sagen? Bin halt ein Ossi, ne? Muss ja sagen, dass der blöd war. Halt, was du denn hier? War ja nicht ein Wächter von dem, der rote, der roten Wächter? Vom Imperator? Nee, von. Captain Snoke, oder wie er heißt. Wieso stehen denn hier irgendwelche Figuren rum, die ich nicht kaufen kann? Das macht mich ja völlig wahnsinnig. Hallo, Entschuldigung. Ich würde gerne einmal diesen Fisch zurückgeben, den sie mir gegeben haben. Das ist wirklich nicht in Ordnung. So, was gibt's hier? Ach so, diese, ah ja, diese komischen Viecher. Okay, was kann ich hier bauen? Nur eine Sache. Das macht's mir leicht, das finde ich gut. Ich meine, ich muss das Spiel eh zweimal noch durchspielen, noch immer durchspielen, wenn ich es durch habe, aber um auf 100% zu kommen. Aber trotzdem. Ach so, da lang. Ach, da sind sie, die großen Dinger. Alter. Wenn er das will, sie reiten. Gute Idee, BB-8. Bleib in der Nähe. Komm, Ray, wir schnappen uns den Gepanzerten hier. Der ist mega, mega nice. Durch Blut. Perfekt. Guck mal, Paul hätte sich auch den anderen nehmen können. Hi. Ey, was wollt ihr denn hier? Stampf dich zu Tode. Kannst du auch rennen, Ellie, oder? Nee. Er läuft einfach durch. Ja, so ich's gern. Hey. Da geht's raus. Da gehen wir aber noch nicht hin. Wir müssen erstmal hier ein bisschen sammeln, ne? Ich habe letztens gesehen beim Videoschnitt, dass man ja pro Level eigentlich hier so fast eine Stunde rumdümpelt, ne? Ja, guck mal, welchen du kennst. Okay, er läuft schon echt lahm, ne? Oh, ups. Das heißt wieder, keine Werbung schalten. Ich konnte bei dem Star Wars konnte ich nicht einmal bei irgendeinem Video Werbung schalten. Geht nicht. Einfach direkt geclaimed. Alter, Mampfen.
Was ist denn hier? Was sind das für Ratten? Wüsten-Space-Ratten hier. Was ist mit dir hier eigentlich? Hallo? Hab ich dich? Hab ich dich? Okay. Aber das kann ich noch kaputt machen. Ich will mal kurz gucken, was hier noch. Guck mal, hier hinten so noch was. Ah, sehr schön. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Hier ist noch ein. Den kann ich nicht befreien. Den kann ich auch nicht befreien. Wo ist mein Wüstenvieh hier? Da. Also hier muss ich auf alle Fälle viel mit der Macht machen. Macht machen. Hier, gib ihn mir. Okay. Den haben wir da drüben, dann noch ein zweiter. Kann der das überhaupt aufmachen? Bestimmt nicht, wa? Nee. Ich stehe nur mit einfach nur Typen rum, weil die hier zum Level dazugehören. Okay. Okay, gut. Dann können wir ja straight zum Ausgang gehen. Also zumindest haben wir ein Modul gefunden, ein Midi-Kit. Midi-Kit. Dieses. Lego-Teilchen. Einfach aufgeballert, das Ding. Oh, hier habt ihr die Münzen her. Auf geht's in die Prärie. Weiter.